Ruhgäste AG. Anlagebetrug, denken wir, aus der seriösen Schweiz. Der Ruf der Schweiz wird hierdurch Anlagebetrüger missbraucht, ausgenutzt. Sind Sie ein Opfer geworden? Wollen Sie wissen, ob Sie Ihr Geld wiederbekommen können, wie das gehen kann? Dann schauen Sie sich diesen Film an, lesen Sie aber vor allen Dingen auch den Bericht dazu. Hallo, ich bin Anlegeranwalt Jochen Asch. Thema Ruhgäste AG. Angeblich sitzt in Basel, aber da ist nichts. Das ist alles Schwindel, da ist nichts Echtes dahinter. Das ganze Geschäftsmodell ist mehr als fragwürdig, aus meiner Sicht Betrug. Man investiert erstmal mit kleinem Geld, wird aber natürlich animiert durch die sichtbaren Gewinne, immer mehr zu investieren. Man merkt nicht, dass das alles Schwindel ist, dass es Fake ist. Das kommt jetzt dann raus, wenn man sein Geld zurückhaben will. Das wird angeblich möglich sein, so heißt es, aber man muss erstmal nochmal nachschießen. Man muss Gewinne versteuern, Gebühren bezahlen. Wer das macht, wer da bezahlt, kriegt natürlich trotzdem kein Geld, denn die Betrüger wären keine Betrüger, wenn sie dann bezahlen würden. Es gibt natürlich keine Steuern, das ist absoluter Blödsinn. Was kann man dann tun, wenn man merkt, dass man übers Ohr gehauen worden ist? Fahren Sie nicht auf die rettenden Engel rein, die von Seiten der Täter geschickt werden. Die wissen natürlich gut Bescheid und versuchen dann noch als rettender Engel in Form von Detektiven, in Form von Anwälten, in Form von Schreiben von Banken, die das Geld gesichert haben, reinzufallen. Die wollen nochmal Gebühren haben und es gibt am Ende trotzdem kein Geld. Natürlich nicht. Was kann man tun? Ist das Geld weg? Nein, Geld ist nie weg. Geld ist immer noch woanders und in heutigen modernen Zeiten kann man digital Geld nachverfolgen. Das ist die Möglichkeit. Also es gibt durchaus Möglichkeiten, mehr Chancen, als die meisten überhaupt erahnen. Deswegen lohnt es sich, dass man sich Ihren Fall mal anschaut. Sie können mich gerne anrufen in Berlin unter 030885970 oder Sie können gerne den Fragebogen ausfüllen, den Sie unten auf der Seite finden. Wir bieten eine kostenlose Einschätzung an, ob wir den Fall überhaupt übernehmen können. Wir machen das nicht bei allen Fällen, denn sie sollen ihrem schlechten Geld nicht noch Gutes hinterher werfen. Also es muss eine reelle Chance geben, dass wir helfen können. Da steht in dieser kostenlosen Ersteinschätzung drin, was wir tun können, was es kosten würde. Mit dieser kostenlosen Ersteinschätzung bekommen Sie dann eine Grundlage, auf der Sie dann Ihre eigene autonome Entscheidung treffen können. In diesem Sinne verbleibe ich. Bis dann.